Hallo, bei mir bei Düsseldorf Dortmund L. Ich muss erstmal kurz gucken, ob ich wirklich live bin. So, das mal down. Und da bin ich live. Ungefähr, wir machen das gleiche, wie ich gestern gemacht habe. Musste zwar das eine Video löschen, weil einer nicht zu hören möchte. Aber jetzt kann ich ja die Teil 2 machen. Ich konnte ein bisschen auch das Video beschneiden. Also ich habe die Szene da rausgeschnitten und deswegen habe ich das Video nochmal hochgeladen. Mal sehen, ob die Leute hier mehrmals ich für den es okay ist, wenn sie mitmachen. Hoffentlich kann man mich auch gut hören. Ich glaube gerade nicht so gut. War ich jetzt besser? Ja, ist besser. So, wir machen wieder Random Teams, keine Solo und auch keine Trio. Vielleicht ist für euch Abonnenten. So. Und los geht's. Ich bin übrigens diesmal in keiner Party oder so. Und wie halt auch gestern, ich kann leider nicht die ganze Zeit auf den Chat achten. Es kann sein, dass ein paar Leute beleidigen werden oder so. Wenn sie beleidigen, werde ich wahrscheinlich die Runde wieder auch liefen. Und auch wenn ich jetzt keine Deutschen sind, werde ich auch einfach die Runde liefen. Und wenn ich sozusagen lief oder eine neue Runde reingehe, dann werde ich auch auf den Chat gucken. Aber erstmal ein Kopf abhängen. Ich muss mich ja gleich ein bisschen auf blöd tun und so. Ja. Also sehen, stiller Junge ist gerade auch im Livestream. Vielleicht findet man sich in einer Lobby. Wäre nice. Aber mich nur wahrscheinlich. Now, I ain't never been with her. She calm, so I have to take her. But I still got a woman, money. I'm not sure to see that. I'm also right that I left her that I need. Like, Joe, you don't love me. Hello. Hello. Muss ich die Runde wieder liefen. Also man konnte zwar was im Hintergrund was hören, aber irgendwie hat darauf keiner drauf geachtet. Dass man reden kann. Und somit muss ich gleich in die nächste Runde. Bisschen schade, aber wenn es anders nicht geht, dann geht es halt leider nicht. So, nächste Runde, nächster Glück.
Hat auch sogar ein bisschen den Ton von Fortnite etwas leiser gemacht. Ich glaube, das war auch ein bisschen auch laut. Hallo? Könnte man zwar was hören, aber bald zu spät. Geht nicht. Wollte eine niedrigere Punktzahl haben. Und sie sagen, dafür gibt es die Punkte, also nur ein Punkt oder null Punkte. Will das nicht reden. Ob die Angst haben, dass die in Shit reingeraten. Und hat übrigens den Starter, den man gerade gesehen konnte. Und nicht dieses eine da. Hi-Hi-Tech 12. Jetzt kann ich noch ein bisschen auf den Chat gucken. Vielleicht nicht. Weil es wird auch jetzt die dritte Runde Versuch sein. Leute zu finden, die auch reden. Und auch Deutsch können. Das ist Hallo? Wieder. Ich muss eben kurz gucken dann in der Lautstärke. Na, wie super läuft das ja nicht. Ich brauche hier Leute in der Runde, die auch reden. Ich will ja ein bisschen zu sagen, versuchen die zum Lachen zu bringen. Na, jetzt müsste es gehen. Und ich hoffe, ich muss nicht wieder das gleiche ein bisschen bearbeiten. Nur weil einer nicht möchte, dass man ihn hören kann.
bis runter. So, vierter Versuch. Und muss jetzt wirklich neben meinen Nachbarn laut sein. Ich will das Fenster zumachen. Also, nee, dein Skill meine ich natürlich. Hallo? Ach, hallo, moin. Moin. Ey, wer redet hier gerade von euch? Außer du, JJ. Nasehase kenne ich ja. Ich bin hier GDL2RDS. Ich wollte dir was sagen. Mir ist aufgefallen, dass dir aufgefallen ist, dass du mir aufgefallen bist. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Ey, rauchst du? Rauchst du? Rauchst du? DDL2, rauchst du? Ich schwöre, rauchen. Fang an mit rauchen. Ja, ja, fang an. Fang an. Wenn du nicht raus, fang an. Ey, kann ich. Würdest du anfangen zu rauchen oder rauchst du? Doch, 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 fang an, fang doch, an. Doch, doch, trau mir. Du kriegst 50 Euro, wenn du jetzt mit Rauchen anfängst. Vertrau mir, du kriegst 50 Euro. Ja, ich darf noch nicht. Ja, du kriegst 50 Euro. Ja, wir dürfen auch noch nicht, wir dürfen auch noch nicht. Wir dürfen auch noch nicht, wir machen Rauch trotzdem. Aber jetzt auch nicht, da leicht einfach hier. Hol ihn dir, JJ! Kriegen wir nicht. Frag dein Bruder. Der hat mich auf Bruder. DDL2. Ja. Das war die größte Macher-Antwort, die du hättest bringen können. Wir testen Leute, ob die rauchen. Und wenn sie sagen nein, und dann sagen wir zu den Profi. Und wenn die dann immer. Macher, du bist ein Macher. Du bist ein Löwe. Nein, das musst du dich filtern, denn ich bin ein Mensch. Aber das macht man nichts. Man raucht nie im Leben, es ist ungesund. Es bringt dir nur Nachteile. Ja. Ey, DDL 2 hört sich genauso an wie der vor der Runde. Ja, der hieß irgendwie, ich weiß nicht wie der hieß, ich glaube, der hieß Lana Rowe. Okay. voll sich das. Ja, JJ. Was ja. Sagst du zu seiner Antwort? Kenn ich nicht. Aber ich lasse einfach spielen, die Runde mal spielen. Das ist gut, soll ich dir sagen, was die macht? Die das ist eine bekannte Filmdarstellerin. Die hat zum Beispiel bei hier Adam Sandlers neuesten Film mitgedreht. ABC für Sexpartner. Wir sind nicht so weit. Wir sind ja noch zu jung. JJ, kennst du diese Schauspielerin? Ja, nein, natürlich nicht. Ja. Ich kenn, Ey, bist du YouTuber oder warum heißt du JT? Er ist YouTuber, er ist YouTuber. Oh mein Gott. JJ, ich kenn ihn. Ich kenn ihn von YouTube. Das ist immer dieser Typ, der so Dings macht. Kennst du den? Das ist immer dieser Typ, der so diese Voice-Verarsche macht. Der verstellt seine Stimme immer so. Wir kennen dich von YouTube. Doch, wie heißt der kennt. Wie heißt der Fitto? Hey, ich hab dir den noch rübergeschickt. Der heißt DDL Martin 44. Der macht doch immer diese diese Verarsche, nein, wo er in Fortnite immer so komisch redet. Doch, du bist YouTuber. Du hast doch JT als Name. Ja, nee, ich kenn doch seine Videos. Er ist YouTuber. Ey, krieg ich ein Autogramm? Wir wissen ja, ich weiß ja, dass du YouTuber bist. Du bist YouTuber, krieg ich ein Autogramm? Krieg ich ein Autogramm? Krieg ich immer von meinem Onkel in der Klapse. Dein Onkel ist in der Klapse? Ey, geht's dir gut zu Hause? Ehrliche Frage, geht's dir gut zu Hause? Bist du geschlagen?
wenn ich lüge. Oder ich lüge das. No, Junge, das geht nicht korrekt. Das geht nicht. Du musst das deinen Lehrern oder so sagen. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Du musst es deinen Lehrern sagen. Dann die Lehrer holen dich von zu Hause ab. Dann wohnst du bei denen. Dann kannst du mit denen eine heiße Nummer schieben. Nein, wirklich jetzt. Das ist ein ernstes Thema. Nee, aber wirklich, wenn das so ist, dann müsstest du es deinen Lehrern sagen, ohne Scheiß. Das sowas oder geht zur nicht. Polizei gehen, das darf man wirklich nicht. Das darf man nee, nicht. Ich würde eher Lehrer und Lehrer gehen, dann zur Polizei. Das ja, wirklich, besser. wirklich. Das geht damit, nicht. Die können dich nicht damit schlagen. Lehrer auch darüber Bescheid wissen. Das geht wirklich vertrau nicht. Vertrau mir, ruf, das kannst ruf, du nicht Hilf, ruf Hilfe, komm ruf Hilfe oder so an. Oder so. Also, ruf Hilfe. Such dir Hilfe. Ruf bei uns in der Stadt gibt es auch so ein Dings, das hilft dir, wenn du Kummer hast oder wenn zu Hause nicht alles glatt läuft. Sag ich nicht, nein, das sagen wir nicht. Nee, das sagen wir trotzdem nicht. Wir wollen kann das man, nicht sagen. Wir wohnen. Wir wohnen in Brandenburg. Das ist in dem. Ich sag in der Stadt. In Prenzlau. Da geht's aber nicht es sogar. Aber es gibt auch eins in Dings. Hier, wie heißt es? Es gibt auch eins in Potsdam. Kennst du Potsdam? Ist das Nordrhein-Westfalen? Nee, ja. Nein, Potsdam ist Nordrhein-Westfalen. What the fuck? Ey, aber wirst du wirklich zu Hause geschlagen? Ist ein ernstes Thema, wirklich. Da darfst du wirklich nicht drüber lügen. Ohne Scheiß? Ja, mein Onkel. Wissen deine Eltern davon Bescheid? Ja, aber was sollen die machen? Nee. Dann sollen deine Eltern die Polizei rufen. Ey, das ist ein ernstes Thema. Wirklich, das ist wirklich ernst. Dann geh mal nach Prenzlau, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Es kann einer von. Hast du eine Oma oder Opa oder so, die das machen könnten? Eltern. Hast du schon irgendeinen erzählt? Außer uns. Aber ich bin dieser YouTuber. Ich kenn dich. Du! Ich kenn dich! JJ, kennst du ihn auch? Nein, ich kenne ihn nicht. Hä? Und der heißt auch irgendwas mit DDL. Ja, der heißt auch DDL451. Oder es kann jetzt sein, dass ich dich gerade übelst mit ihm verwechsel, ne? Oder doch, es ist weil der hört sich wirklich 1:1 an wie du. Ey, wenn du hier lügst, gerade sag ich jemanden. Wenn du lügst, es geht gar nicht klar. Also sag es jemanden. Wirklich. Sag es jemanden. Nicht mit jemandem reden. Ja, geht. Da wo ich hier wohne, die haben hier keine Polizei. Hier gibt es keine. Wo ist auch zur nächsten Polizei? Wenn du etwas älter bist, dann kannst du ja zur nächsten Polizei gehen und mit dem Handy anrufen. Du wohnst ja, du bist ja noch in der Schule, oder? Ja, weil da muss ich immer so 2 Stunden fahren. 2 Stunden? Dann kannst du sagen, dann kannst du das den Lehrern sagen. Hattet ihr auch schon Lieder klatschen und Namen tanzen? Bist du auf der Willi Gappert? Ist ja nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, wir sind zwar auf Gymnasium. Nein, hä, Digga, nein, wir sind doch auf einer. Wir kommen vielleicht bald raus. Aus der. Wo raus? Aus der Förderschule. Aus der Förderschule kommen wir vielleicht bald raus. Wenn unsere Noten noch ein bisschen besser werden. Ey, wer ist eigentlich der Goat? Wer ist eigentlich der Goat? Hase oder bester Fußballer? Bester Fußballer. Fußballer. Ja, wer ist der beste Fußballer? Ja,
schwierig zu sagen, also kommt ja drauf an, welche Position man drauf macht. Dein Leben, ich find's aber da. Ich find's auch Stand schwierig, ja. Aber wirklich, oh, geh da stark. Vertrau mir. Geh da irgendwo hin. Du kannst es auch mit uns zusammen machen, während wir telefonieren. Kannst du auch machen. Ja, aber ich hab ja auf jeden Fall eine Nummer. Ja, JJ gibt sie dir. Nee, das ist mir zu risky. Nee, das JJ ist Nummer ist 1. Nein, nicht machen. 0. Nee, nicht sagen. Achtung, Gegner! Alter, ist das dein Ernst? Keine Nummer haben. Ja, haben wir auch nicht. Das war eine Fake-Nummer. Das war so ein komischer Scherz auf WhatsApp, dass man so. Nein, aber wir würden es. Ich hab endlich Freunde gefunden und dann verarscht ihr mich. Nein, das ist wirklich nicht. Er verarscht mich nicht. Du bist eigentlich voll korrekt. Oh, die Zone. Aber warum sagst du es deinem Onkel, wenn er dich schlägt? Ja, der schlägt mich immer, weil ich keine Freunde finde. Ach so. Ja, warum schlägt er dich, weil du keine Freunde hast? Ich kenne viele Leute, die keine Freunde haben. Dann ja, geht das. Dann kann er das ja jetzt nicht mehr machen. Du hast ja jetzt Freunde. Nein, nö, dann sind deine Freunde. Sag deinem Onkel, du hast Freunde gefunden. Wir finden dich echt korrekt. Du bist echt korrekt. Aber, aber wir können jetzt nicht zu dir oder so kommen. So können wir nicht. Weißt du? Ja, wir können nicht. Du kannst halt Onkel ein Headset holen. Wie sagen die, dass wir seine Freunde sind? Ja, hol ihn an das Headset. Ja, der ist gerade am Kochen. Ah, aber wenn. Hol ihn nach dem Kochen. Lennox, kannst du mal kurz Gruppenkanal? Ja, kann ich machen. Sind wieder da. Hallo. Was könnten wir denn sagen zu deinem Onkel, was wir sagen sollten, damit er aufhört? Keine Ahnung. Nee, wenn wir aufhören sagen, dann kommt er zu uns, ich sag's dir. Ja, dann kommt er zu uns nach Hause. Sag aber, dass wir in Bayern wohnen, dass er nicht zu uns kommen kann. Ja, sag, dass wir in Bayern wohnen, damit er. Schon mal vor, er wohnt auch in Bayern, dann fragt er uns, welches Dorf. Wir sagen einfach, so kommt das Dorf, dann er wohnt da auch. Das ist ein Bundesland in Deutschland. Das liegt ganz oben an der Küste. Nein, Digga, mach ordentlich hin. Das ist hier, das Land. Ja, das stimmt sogar. Aber Kiel ist ja die Hauptstadt von das Bundesland. Nee, Kiel ist ein Land. Und dann kommt der Nordpol. Gigi, komm mal bitte einmal kurz den Gruppenkanal. Wir sind wieder da. Ja, hallo. Ich wohne sogar im Nord. Da bin ich immer bei Daddy Weihnachtsmann. Doch, das geht. Nenn mich nicht Lügners. Aber was? Moment mal, was? Wie bitte, was? Weihnachtsmann irgendwo im Keller eingesperrt, dass er nicht mehr rauskommen kann. Glaubst du das? Ich darf eine Tür nicht reingehen. Also sagt er da drin ist. Ja. Aber er wacht auf seinen Fest auf und spitzt eine Klatsche. DDL? Ja. Machst du immer beim Weihnachten? Feiert ihr überhaupt Weihnachten? Ja, wenn der Weihnachtsmann gar nicht mehr da ist. Wir feiern kein Weihnachten.
Ja, seid ihr Moslems? Nein. Was seid ihr denn? Bist du Christ? Kein Weihnachten feiert. Christen könnte es nicht sein. Ja, nee, aber. Ich bin Deutscher. Hey, aber warum feiert ihr kein Weihnachten? Seid ihr normale? Also habt ihr Geld? Also es ist jetzt nicht böse gemeint. Habt ihr normales Geld oder habt ihr ein bisschen Geld? Seid ihr normal oder habt ihr ein bisschen weniger Geld als der Durchschnitt? Ja, wir haben wenig Geld, deswegen muss ich noch meine PS4 verkaufen. Och nee. JJ, ich fühle mich scheiße. Ja. Aber wir haben auch nicht mehr viel. Also wir haben auch. Wir sind normal. Dann sind wir. Nee, ich bin nicht normal. JJ ist noch normal, aber ich auch nicht. Ich bin auch normal. Ja, hast du nicht gerade gesagt, du bist vom Geld aber her. Aber von nicht Geld normal? Her, von Geld her wollen wir sagen. Von Geld her. Also ja, von Geld habe ich nicht viel. Ja. Von immer normal. Egal. Du warst gerade bei mir weg. Guck, ich bin normal und trotzdem bin ich eine Mülltonne. Ich bin eine Mülltonne. Guck, und ich bin trotzdem noch normal. Hier, guck mich an. Ich bin eine Mülltonne, aber ich bin trotzdem noch normal. Ey, stehst du für Schwule? Ist sowas okay, findest du? Nee, ich bin rassistisch. Den ich aber auch verkaufen. Da muss ich nur noch auf den Boden setzen. Oh, du tust mir leid. Stehst du auf Jungs oder stehst du auf Mädchen? Nee, ich bin am Sitzen. Digga. Langsam habe ich das Gefühl, er verarscht uns ein bisschen, JJ. Ich glaube, er will wie der vorherige. Bro, auch wenn du so wärst. Also ich glaub's ja, aber ich glaub's ja auch an einem gewissen an einem gewissen Punkt nicht, weil ich erkenn's. Ich bin auch auf sowas ähnlichem wie eine Förderschule. Ich erkenn's, wenn Leute sich mit Absicht ein bisschen dumm stellen, aber bei dir erkenne ich's halt nicht. Wenn ja, machst du's gut, wenn nicht, dann sorry. Vielleicht soll nicht beleidigend gewesen sein. Also wir werden sterben. Los Jungs. Hä? Leute, einfach, wir sind einfach fast am Gewinn. Weiter Jungs, weiter. Dann gewinnen wir. Oh nö, ein Team aus Superhelden. Jungs, ich hab euch geliebt. DDL, bist du schwul? DDL, sprich mit deinem Onkel. Sprich mit DDL. Ja, ich hab euch verarscht. Wusste ich doch! Ist das für euch okay, dass man das auf YouTube hört? Sag mir erst deinen YouTube-Namen. Ich hab's auf YouTube Düsseldorf Dortmund LDDL. Warte, ich schreib erstmal. Ey, aber. Ist es schlimm? Ja, wenn schon, dann ist es nicht schlimm. Mein Onkel stimmt gar nicht. Ich hab da keinen Onkel. Ah, das war mir schon klar, du hast. Also normale DDL? Menschen, wie heißt du nochmal? Warte, Düsseldorf Dortmund? LDDL. L Düsseldorf. Warte, JJ ist Düsseldorf Dortmund. Also ein Account mit 121 Abonnenten. Den gibt's wirklich! Oh mein Gott, hast du Skylander-Videos gemacht? Ja. Oh mein Gott, ein Goat! Du bist ein Goat! Ich hab das auch gespielt! Ey, JJ! JJ ist gerade live! Oh mein Gott, ein Goat! Ein Goat ist JJ! Warte, ich bin auch live! Ja? Der ist live! Der ist live! Sein Kanal, ich schick mal seinen Kanal rüber! Der ist live! Ja, check! Mach mir! Ich schick rüber! Oh mein Gott! Ihr seid auf jeden Fall auch sehr korrekt geleistet. Die ersten Sachen mit Schwulen auch. Ist halt ihr relativ egal, ob einer schwul ist. Richtig, so ist richtig. Mensch ist Mensch. Ey, JJ, guck mal, der ist wirklich live. Egal. Und den YouTuber, den ihr gesagt habt vorher. Ey, JJ, guck mal, der ist wirklich live.
Ja, ist mir klar. Digga. Ja, du hast mich verzerrt. Ey, kannst du uns grüßen, JJ und Lennox? Ja, ich kann euch beiden grüßen, JJ und Lennox. Aber ich freue mich, okay, dass man das hört. Ey, JJ, schick das in die Klassengruppe. Wir sind live, let's go, Junge. Oh mein Gott, Jungs, ja. wir sind gerade bei einem Streamer im Stream. Digga, wir sind gerade live. Können wir bitte noch eine Runde spielen, Jungs? Du bist der Beste, ich schwöre euch, du bist der Beste. Oh mein Gott, Digga, wir sind... Okay, Addons, ich wünsch dir alles. Oh mein Gott, wir sind gerade bei einem Stream. Ich wünsche alles Gute, Lee. Ich wünsche alles Gute. Du hast aber ein paar bisschen falsch geschrieben, ne? Oh mein Gott. Was habe ich falsch geschrieben? Ein paar, oder? Ich bin nicht gut in Rechtschreibung, keine Ahnung. Hab angenommen. Digga, wir sind hier gerade einfach bei einem Livestreamer im Live. Was habt ihr geschafft? Ich versuche ein bisschen wie dieser YouTuber vielleicht. Ich hatte eine Freundschaftsanfrage geschickt, kannst du bitte annehmen? Ja. Oh mein Gott, JJ! Ich bin so ein Loser, JJ. Ich hatte ihn noch gar nicht abonniert, hat mich abonniert. Ja, danke. Ich abonniere dich. Ich gebe auch ein Like. Ich gebe ein Like. Ja, danke. Ich schreibe alle Leute, ich kommentiere auch unter deinem Video. Ich schreibe hier Dings. Bester Mann, Ehre. Aber ist auch geil. Er ist auch echt ehrenhaft. Digga, das ist das erste Mal, dass ich beim Fortnite Livestreamer live dabei bin. Ist so, das immer lügen die. Kommt, antwortet! Wir sind bei ihm live, antwortet! Ich muss das wirklich wissen, ist das für euch okay, dass man euch auf YouTube kann? Ja, kein Problem. Mach. Ich schreibe jetzt in den Chat rein, ich heiße Engel Petra. Digga, ihr geht jetzt sofort in sein Live und gebt ihm alle ein Like und folgt ihm sofort. Macht sofort, gibt ihm alle, geht alle in sein Live und folgt ihm. Machst du aus deinem Livestream auch ein Video? Ich weiß nicht, mache ich auch Video. Kannst du uns in dein Video grüßen? JJ und Lennox, bitte? Bitte hab Ehre. Bitte. Ja, ich mach das mal in anderen Video, aber. Ich habe noch nie so einen Ehrenmann gesehen wie ihn. AIDS. Digga, du geht jetzt in den Stream rein, Jungs, und dann müsst ihr direkt. Er hat Hogwarts Legacy, JJ. Ey, das sieht voll cool aus. Ich auch. Schwöre. Er ist wirklich voll geil. Ich esse es. Ey, kommt jetzt direkt in seinen Stream rein. Folgt ihm, Digga. So, habt Ehre und folgt ihm alle. Also, na, antwortet mal hier. Kann man ja sehen, wenn man gerade einmal auf Stiller Junge ein bisschen Mark ähnelt. Tut ein bisschen auf Bild verkauft. Kommen die Abonnenten. Gott, ich seit 2016 YouTuber. Geht einfach direkt in seinen Stream rein. Du hast Mario rein, Party 9 gespielt? Wie krass bist du denn? Direkt in seinen Stream reingehen, Digga, folgt ihm alle. Antwortet mal hier. Macht mal ein bisschen du Stimmung. Du hast den schärfsten Chip der Welt gegessen? Ein bisschen zurück. Ihr seid der Robin. Er hat den schärfsten Chip der Welt gegessen. Digga, was ist der für ein Macher? Ich schick dir das Video rüber. Hä, ich sehe es. Ich esse Süßigkeiten aus dem USA-Shop. Oh mein Gott, Digga. 100 du Euro spielst Special. Auch? Du spielst auch WWE 2K? Ja. Krass. Er spielt Skylanders aktiv. Ich sehe nie Menschen. Er spielt FIFA mit Duisburg. Oh mein Gott. Ich bin Duisburg-Fan. Ey, kannst Bayern-Fan beide. Kannst du mal eine Bayern-Karriere machen auf Ehre? Bei mir geht's gerade weiter. Ich hab nichts gedrückt. Mit Bayern-Karriere wegen euch. Wahrscheinlich hat ihr noch einen Stream. Muss ich gucken, weil ich bin nicht ja eher Dortmund-Fan, gar kein Bayern-Fan. Aber ich lad euch mal ein. Kurz gucken, ob ich euch finde.
Ja, hier ist. Was geht? Hey, hier. Ey, Digga, Respekt, dass du den Schub gefressen hast. Ja, ich fand den jetzt nicht so scharf. Mein Patenonkel hat den mal gegessen, der hat gesagt, der ist nicht scharf, aber der ist bitter. Ich hatte gar nichts davon. Also ein bisschen schon Kribbelgefühl kam in Monster auf, aber nicht, dass ich wie die anderen YouTubers direkt Krämpfe bekommt oder. Die übertreiben zu 100% alle. Ja. Wegen Bayern-Karriere müsste ich halt gucken, weil ich bin eigentlich halt kein Bayern-Fan. Egal, Länderhaks! Ich mach einen. Er ist sogar noch drin, wie geil! Ja, ich hab ihn eingeladen, JJ! Ja? Moin, sind wir wieder da! JJ, er hat einfach den schärfsten Chip. Er hat einfach den schärfsten Chip der Welt gegessen. Hab ich gesehen. Den schärfsten Chip. Ey, ich will mal fragen, wie viel kostet der schärfste Chip der Welt? 20 Euro, glaube ich. Amazon bestellt, da war was mit 10 Euro. JJ, lass mal Gruppenanruf machen. Wie Gruppenanruf? In Dings. In der Klassengruppe. Ja. Geh direkt rein. Wir müssen allen erzählen, Digga, dass wir bei einem Streamer sind. Sind einfach bei den Streamers. Bei den Streamers. Bei ein Streamers. OG ist er auch noch. Aber wie kannst du überhaupt live gehen mit 100 Abonnenten? Da kann man da erst doch, das geht auf YouTube. Auf YouTube geht YouTube das mit. Ist nicht so wie bei TikTok oder so. Bei TikTok kommt man erst auf 1000 Follower, glaube ich. Mhm. Ja, JJ, dann lass wieder in seinen Stream. Ein paar Männer schreiben mal seinen Stream rein. Schreib mal seinen Stream rein. Will was reinschreiben? Ja. Düsseldorf Dortmund! Hi, Sio. Ich bin eher Messi, kein Ronaldo. Was? Lennox, ist egal, du hast gerade dein bestes Leben deines Tages. Den besten Leben meines Tags. Scheiße. Düsseldorf Dortmund, spielst du auf FIFA-Karriere und so? Hey, hat er doch! Letzter Zeit nicht mehr. Aufrufe kann man sagen. Ich muss halt immer was viele Aufrufe bringen. Lennox? Ja? Ich hatte schon abonniert. Echt? Ja! Ja, oh mein Gott, ich hab mal ein Video, glaube ich, von dir gesehen. Der hat Skylander-Videos mal gemacht. Ja, Skylander ist geil. Ja, Skylanders hab ich mal gemacht. Aber ich hab meine ganzen Skylanders, weiß ich gar nicht mehr, wo die sind. Für hier Skylander Giants hab ich gemacht. Die anderen Skylander-Spiele hab ich gar nicht. Ja. Digga, die sollen jetzt sich mal den Kack-Stream hier anschauen, alle. Schaut euch sofort seinen Stream an, gebt alle ein Like.
viel zu wenig Likes erst. Er ist der Ehre, Digga, er hat zwei Likes. Gib ihm alle ein Like, gib ihm 4 Millionen Likes, Digga. Schaut euch sofort dein Stream an, gib alle ein Like. Es geht gar nicht, JJ. Ich guck mir jetzt ein Video an, wie er den schärfsten Chips der Welt ist. Den schärfsten Chips der Welt. Chips. Den schärfsten Chips der Welt. Text and shit of course, and Christmas others won't be long. War didn't end. Ey, mach mal nächstes Mal Chip Challenge ohne Milch, Bruder. Von mir aus, das mache ich erst, wenn ich 200 Abonnenten habe. Und als nächstes isst du die schärfsten China-Nudeln. Die hat mich und JJ auch mal gegessen. Die haben geschmeckt, Alter, wie Poporitze. Da muss ich dann gucken, welche überhaupt die schärfsten sein sollen. Die, auf denen draufsteht, schicke dicke Masala Porn. Oder nächstes Mal ohne Handschuhe essen. Nein, mit Gigi, mit. Na, ja, mit muss man. Ey, hast du Freunde, die dir auch auf YouTube abonniert haben? Ja, die hat mich auch einmal reingeschrieben, weil hier Hypecast 12 ist. Leute, ihr müsst mal hier ein bisschen schreiben. Ihr müsst uns sagen, wie ihr das findet. Ihr glaubt es uns am Ende nicht, weil ihr seinen Stream nur so 2 Millisekunden schaut. Ihr müsst auch mal gucken. Ihr müsst den Stream schauen. JJ, ich schreibe dir mal kurz was, ob wir es ihm sagen wollen. Aber du darfst es noch nicht direkt laut sagen, okay? Ich schreibe dir mal kurz was, ob wir es ihm sagen wollen. Aber du darfst es noch nicht direkt laut sagen. Ja, ist ein Ehrenmann eigentlich. Du darfst nicht direkt laut sagen, weil ich weiß nicht, ob wir es ihm sagen wollen schon. Ist ja immer unser Geheimnis. Du darfst nicht direkt laut sagen, weil ich weiß nicht, ob wir es ihm sagen wollen. Nein, Lennart, niemals. Okay, dann sagen wir es ihm nicht. Lass mal eine Runde spielen. Ich bin schwul. Okay. Dabei spiel M grad Fortnite beim Autofahren. So laut. Ich spiel M grad Fortnite beim Autofahren. Weil den laufen wir jetzt auch noch ein Spiel. Ich spiel M grad Fortnite beim Autofahren. Wir versuchen den auch. Ich spiel M grad Fortnite beim Autofahren. Ey, Düsseldorf, Dortmund. Hast du auch Gewinnspiele und so? Digga, warum auf einmal so viel Wind? Digga, was ist das? Auto, ich fahr gerade Auto. Mach mal bitte Fans. Hä? Okay, ich hab Fans dazu gemacht. Normalerweise zählt das eigentlich nicht. Also wenn jetzt den Lehrern jetzt Bitcoin sagen würde, ich würde einfach den dümmsten Blick sehen und dann eine Schelle. Ey, mein Onkel schlägt mich aber wirklich, ne? Digga, hör jetzt mal auf! Was mache ich denn, JJ? Du weißt gar nicht. Meinst du einen Cowboy, Onkel? Das ist mein Opa. Oh, sorry. So doof, ne? Oh, ey! Nee, ich glaube, nee, das darf er gar nicht im, das darf man gar nicht im Stream sagen. Wir wurden letztens von in der und der hatte einen Klappmesser. Na, nicht so gut. Ey,
wir haben in unserer Klasse so eine, die heißt Nele. Die wird mit Doppel-E geschrieben. Grüße gehen raus an dich, Nele. Die vaped und die ist mit Oscar zusammen. Die haut Oscar immer auf den Popo. Und JJ haut Nele dann immer auf den Popo. Kannst du noch Monze grüßen, bitte? Ja, ist auch ein Freund von uns. Ja, ja. Nee, tue ich nicht. Also kannst Grüße du geht raus, Monte. Ich habe eine Bitte an dich. Kannst du bitte einen grüßen? Winde. Nele. Wann grüße ich dir dann, Nele? Okay, dankeschön. Thank you. Klasse 5a Waldorfschule, wir grüßen euch alle. Ja, Klasse 5a Waldorfschule, ich grüße euch alle. Ihr seid zwar immer gemein zu mir, ihr mobbt mich und JJ immer. Ihr mobbt mich und JJ zwar immer. Bist du wirklich, bist du jetzt auf der Schule? Welche Schule bist du denn jetzt? Was? Was? Ich bin 21. Wir den Alter aber auch. Du bist im Altersheim? Ach, er arbeitet in Altersheim. Ach so. Lennox! Ja? Wow, wow! Ich komme gut gedacht mit dem. Hat halt wirklich gestreamt, ne? Ich habe sowas noch nie erlebt, dass jemand wirklich gestreamt hat. Die heißen immer alle YouTuber, aber sind keine YouTuber. Ja, die heißen immer YouTube. Oder YouTube ist tot. Oh mein Gott, hab ich gar nicht gemerkt. Mach schnell, ich bin gleich tot. Nele, ich mach auch nochmal Grüße an dich. Hier hinten ist meine Karte, nimm meine Karte. Ich mach JJ. Ich werde zwar sterben, während ich dich reboote. Aber man muss machen. Der Grüße geht dann aus an Jorik. Er wollte mit YouTube anfangen, traut sich aber nicht. Ja, Jorik wollte mit YouTube anfangen, traut sich aber nicht. Trau dich, Jorik. Und Nele wollte ja mit OnlyFans anfangen, trau dich. Oder sagt erstmal eure Eltern, ob sie machen. Was? Oder ja. Am besten erstmal auf die Gefahren informieren und die Eltern fahren. Aber sehr viele Gefahren. Ja, wir hatten auch schon mal richtig. Hat seine Eltern gefragt. Wir hatten auch schon mal Opas mit 60 in meiner Fortnite-Lobby. Ja, die wollten mit uns, ich weiß nicht, was sie wirklich wollten mit uns Sex machen. Ist nicht schlimm, weißt du, was es ist? Alles gut, wir wollten nichts immer sagen. Weißt du, was es ist? Wir wissen das nicht. Was ist denn das? Also wenn das alte Menschen waren, dann ist das euch. Ja, wollten sie. Können wir das machen? Ja. Oder? Nein? Wir gewinnen. Wir gewinnen wirklich. Einer lebt. Ne, zwei leben noch, Jungs. Jetzt einfach nur stand bleiben. Digga, wir sind ja das beste Team EO West. Wir müssen Jungs, aber auch nicht schauen. Auch wenn wir nicht gewinnen, wir sind trotzdem die krassesten in dieser Runde. I need a dollar is what I need. Komm schnell, Leute, wir müssen nicht schauen. Unsere ganzen Mitschüler, wenn die den Stream irgendwann mal anschauen, später, die werden alles mitkriegen, was wir sagen. Ey, ernsthaft, sie sind hier drinne, die sind hier drinne. Oder? Nee. Aber das ist denen ja egal, man hört's ja nicht. Oh, scheiße. JJ, wie findest du das, dass Nele mit OnlyFans anfangen wollte? JJ, wie findest du das? Oh, einer noch. Die sind hier noch, der ist 100, einer von denen ist 100% in dem Busch. Ah, nee, der eine ist gestorben. Jetzt noch einer. Haltet die Augen auf, Jungs. Scheiße, kommt das einfach los denn? Scheiße, ich muss ihn schauen. Ich habe ihn gesichtet, komm schnell mit, er ist in der Baum. Gar nicht. Doch, du bist ein Lügner. Schwöre, er ist hier. Er ist hier. Ich habe ihn hier gesehen. Ich habe ihn hier gesehen. Hier so. Wir gewinnen das einfach. Ey, dann kriegt ihr ja alle JJ, du hast die Krone nicht mitgenommen. Ist es dein Ernst? Nein, ich hab DDL meine Krone gegeben. Ich habe dir da hinten noch eine Krone gedruckt. Ich habe dir da hinten seine Krone, aber macht da.
Macht er mich, aber er ist ein, er ist trotzdem ein Ehremann. Jo, Schüsse, jo, dahin, hier hinten. Jetzt versteckt er, versteckt sich. Warte, er hat mich ich fighte doch gerade gegen ihn, hab ihn. Ah. Ja, jo. Ich grüße ihn doppelt, ne, Löwe auf. Kein Onlyfans machen. Ich grüße euch. Ey, es gucken schon 5 Leute zu. Moin Leute, wir gehen jetzt zurück zur Lobby einmal. Na gut. Leute, ich muss eben kurz mal was trinken. Lennox, ja, ich muss Schluss machen. Ich muss Schluss machen. Warum musst du Schluss machen mit mir? Ach, Digga. Ich kann nicht mehr, darf nicht mehr spielen. Ciao. Warum? Warum? Ja. Weil ich schlafen muss. Ach, ich darf auch nicht mehr. Es ist schon viel zu spät. Oh mein Gott, es ist viel zu spät. Ey, wünsch mir Glück, dass meine Eltern mich nicht gehört haben, okay? Lieber nicht auf Geheimnis machen. Ciao. Nein, das saß ich nicht. Grüße euch alle. Ich gehe jetzt offline. Ich grüße euch auch alle. Tschüss, du bist ein Ehrenmann. Ja, Mann, hört sich. Popoloch. So, kann ich mal Gruppe auch verstehen. Nächste Runde. Und zum einen ich auch danke an euch beiden, dass ihr meinen Channel abonniert habt. Da ich jetzt schon bei 125 bin. Und gestern hatte ich noch 119. Also scheinbar bringen mir diese wenigsten was, wo ich Leute versuche zu verarschen, wie dieser YouTuber-Steller-Junge. Jetzt kann ich dabei den ich auch sehr gut allgemein weitermachen. Für die anderen vielleicht als Creator-Code, ich habe ja zwar keins, aber man kann hier von Steller-Junge machen, habe ich auch drin. Und vielleicht darf ich das ja irgendwann mit Stiller Junge zusammen ein Video zu machen. Dass wir beide dann ein paar Leute ein bisschen pranken. Und vor 22 Uhr, so was mit 20 Uhr habe ich begonnen. Aber heute irgendwie ein bisschen mehr Glück mit Deutschen zu treffen als wie gestern, wo ich ja fast kaum wirklich Deutsche hatte. Wo auch welche, die geredet haben. Obwohl am Anfang hatte ich ja auch das. Hallo?
Also muss ich die Runde wieder liefern. Und die wird mich daran erinnert, ein bisschen wie ein bestimmtes Video von Stiller Junge. So, nächste Runde. Der dort ernsthaft jetzt schon lange. So, ich schaffe nicht wieder ein paar Deutsche, die auch reden. Oder auch korrekte Menschen, keine, die nur beleidigen sind. Machen wir nicht mit. Muss ich liefern. Oder habe ich keine Lust drauf, dass einer nebenbei noch TikTok guckt? Oder YouTube Shorts? Ricardo, bist du eigentlich auch noch im Chat dabei oder bist du noch nicht mehr dabei? Hallo? Das ist meistens leider das Nervige daran, bei so welche Projekten. Ja, da findet man einen Deutschen, aber keiner redet. Ich glaube, ich müsste ich auch noch sagen, dass für den Stream, dass man nicht alles ernst nehmen sollte, was ich sage und so. Nehme ich das jetzt einfach, oder da später jetzt ist.
Bei solchen Sachen am besten nichts ernst nehmen, auch wenn ich irgendwie sagt wegen mit Onkel oder Freund, naja, ist ehrlich keiner Spaß. Und auch, dass Kiel eine Stadt ist und gar nicht ein Land und über Deutschland Dänemark erstmal ist und ja, das ist alles geplant. Da ist mir alles unbewusst. Also nicht zu ernst nehmen. Und es kann sein, dass ich morgen auch wieder Livestream mache. Auch wieder mit dir. Wieder zwei Deutsche, einer ist kurz ins Spiel, ich hätte zweimal gegangen, aber wir manchmal nicht reden. Obwohl ich Leute brauche, um die ein bisschen schon pranken zu können. Für YouTube. Meine Abonnentenzahl noch mehr in die Höhe gehen. Ich stelle hier mal so halt ein Video hochgeladen. So, nächste Runde. Hoffentlich wieder ein paar Deutsche, die auch reden. Und nicht nochmal nur Deutsche, aber reden nicht oder so. Weil ich kann leider keine andere Sprache außer Deutsch. Höchstens einzelne Wörter auf Englisch. Hallo? 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 Hallo. Nele. Ja. Wo landen wir? Weiß ich nicht. Irgendwo halt. Nele und. Ja. Achso, alles gut. Manche. Das denn? 15. 15. Was? Was? Eltern. Das ist
Ich mach's jetzt. Nein. Ach, hast du was Lustiges etwa gelesen? Nein. Naja. Na so, alles gut. Ey, noch Walla, dieses Internet bei uns ist so scheiße, ne? Ja, ich freue mich schon, wenn wir das neue bekommen. Walla, ich schau, das kennt ihr uns nicht, ne? Ja, ja. Was, ja, wir sind Nachbarn. Aaron, mach das. Kommt Aaron morgen raus? Das ja, glaub schon. Muss der, warum kommt der hier? Ich mach jetzt nicht aus. Ey, dieser andere Dings verlassen, Digga. Warum? Halt mich weg nach London. Soll ich das machen? Was? Ja. Hä, warum hat Neil jetzt verlassen dann? Ja, ich bin ja da, ich war gerade auf dem Klo. Aha. Erinnerung, warum hat Neil verlassen? Keine Ahnung. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Lukas. Lukas? Achso. Also, danach hört ihr keinen Anfang. Walla, Erinnerung, irgendwie sagt mir, der verarscht dich doch was. Junge, ich frag nur, du hast bestimmt ähnlich Lukas. Ja, ja, ja. Na ja, klar, das ist voll schwierig. Und wenn ich mit Gutes dann kommst du. Wo bist du ausgegangen? Bundesland. Was hat der gesagt? Was? Was? Oder der kommt so leise, ne? Junge, du kommst doch aus NRW, ne? Was? Du kommst doch aus NRW, ne? Ja? Woher kommst du da aus NRW? Enok! Ich bin NRW. Enok, komm hier! Nee, verarsch mich mal nicht! Enok, der labert scheiße, komm mal jetzt hier hin! Ich kann dir Hügel geben. Ja, ja, klar. Junge, lüg mal nicht. Ich muss was meine Eltern fragen, dann können die es mir sagen. Ja, Walla, Enok, ne, wenn der hört sich an wie Familienvater, ne. Er sagt, er ist 14. Zeig! Lokal, zeig! Der ist so wie Zeig. Also, du weißt wirklich nicht, was NRW ist. Nee. Und Enok, natürlich weiß er, was NRW ist. Du, du weißt schon, was das ist. Bro, Enok, ja, Walla, bitte. Aber woher kommst du? Zum Beispiel, ich komme aus Bochum. Kleve. Gibt's nicht. Was? Kleve. Kleve. Kleve, Walla, hab ich nie gehört, warte. Oder er hat, Walla, wenn der nicht gerade gegoogelt hat, ne? Warte, ich mach einen Beweis. Ey, bitte. Das ist doch alles, was du da schon willst. Junge, du hast Stimmverzerrer, locker. Du hast bestimmt Stimmverzerrer. Nein, nicht Stimmverzerrer, nee, Bruder. Der Wetter morgen. Der denkt, der ist lustig, wenn er Dings. Aber nicht klar. Wenn er so. Hast du noch was? Wie wird das Enno Wetter morgen? Zu welchem Bundesland gehört Bettburg-Kau? Enok! Enok, hilf mir!
Was googelst du da? Enok, hast du Blue Life für mich? Oh, Tresor. Ich komme aus Bundesland Nordrhein-Westfalen. Oder? Was die Land? Was? Ey, noch bitte, Walla, so eine Gruppenchat, so eine Gruppenchat. Ja, komm. Wo kommt ihr denn immer wieder? Nee, wir kommen nie wieder. Ey, noch ein Gruppenkanal. Ciao. Junge, ciao. Frag mich zu viele Fragen. Ja, ich hab euch verarscht. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Hallo. Ja. Hi. Hi. Enok, komm. Lass so, lass so. BBL, komm so. Ja. Ich hab eine Frage, ne? Walla, jetzt ehrlich, ich kann hörst du. Ey. DDL? Ja. Wir wissen beide, dass die ganze Scheiße gelabert hast, ne? Warum warst du aber so? Ich hab keine Scheiße gelabert. Als wir wissen, nicht wissen, wo NRW und so ist, bitte. Ey, bitte, Walla, hä?
Guck mal, wie weit bist du? Wissen Sie, das fuck. Junge, sag mal jetzt ehrlich. Nein, nein, ist nicht. Das ist ein anderer Kontinent. Wie ist in Australien, glaube ich. Ja. Da könnt ihr aber gut sein. Wie bitte? Da könnt ihr aber gut sein. Ja, wir haben da gelernt. Wo liegt dieses Australien? Das liegt in Amerika. Amerika? Ja, ja. Ey, ist doch egal, lass einfach spielen. Bitte? Ey, ist doch egal, lass einfach spielen, die Runde fest. Ja. Ist gut im Fortnite? Okay, ich bin jetzt nicht der Beste. Warum ist das Beste? Brauchst du Healing? Biggie? Dann ist mal wenig schlecht. Jürgen. Ihr Entschuldigung, Leben kann dir leider nicht helfen. Ja, ich bin tot, ich bin jetzt alles gut. Enoch, wir holen eine Runde für dich. Brauchst du so ein Gewehr? Ich kann damit nicht spielen. Kann damit nicht anfangen. Ah, da ist ein Biggie, die kann ich mitnehmen. Nimm du den mit. Falls du den brauchst oder so. Trink den oder so. Lass ihn die Zone schon mal. Ich war auf einer Förderstube, vielleicht ist das Was? Ich dachte, du willst darüber nicht reden, du willst einfach nur zocken, dachte ich. Ja, ja. Was brauchst du denn? Komm hoch. Hallo. Aber was hast du gerade gesagt? Vielleicht liegt daran, dass ich euren NRW nicht kenne, weil das schon auf Förderschule sind. Ja, nicht sagen, es ist wunderbar, ist gut. Ich würde das noch nie beibekommen. Ja. Und wie lange dürft ihr nicht immer so zocken? Ich? Ja. 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Und du? Ich darf nur eine Stunde. So. Hört sich an wie 30, aber alles gut. Ja, 14. Für 14 hast du aber schon eine sehr männliche Stimme, kann ich mal so sagen. Mein Bester, ja. Ne? Wir haben viele Stimme, ja. Nächstes Mal benutzt einfach einen Stimmenverzerrer, dann würden es auch mehr Leute abkaufen, weißt du, was ich meine? Komm hier, da ist ein Gegner. Allah! Hey! Was macht denn hier? Versuchen, nein, darf er nicht. Ey, die hat mich auseinander genommen, ich bin geschult. Ey, hinten im Auto. Kill die bitte. Ei. Was macht der Schießer doch einfach ab? Egal, das ist ja nicht so weit. Achso, Bruder. Ich wusste doch, hier im Zimmer, warte. Ich bin nicht der Beste in Fortnite, sorry. Ich versuche mein Bestes. Da hinten ist glaube ich noch ein bisschen. Eine Runde.
Auf der Map sind die Kampfwagen da. Ich bin in Deutschland. Ich meine, auf der Fortnite-Map. Ich bin auf einer Burg. Okay. Ist doch die Farbe pink, oder nicht? Das hier. Mit dem Taschenrechner auf dem Rücken. Nee, ich hab auf dem Rücken gar nicht. Ups, bei der falschen Burg. Boah. Ey, ich bin halt am Sitzen auf so einem Sessel. Da hab ich halt nichts auf dem Rücken. Oder meinst du mein Spin? Mein Spin hat was. Okay, was mit dem neuen? Alle Eck doch! Ich bin der Hacker.
Oh, ich bin wieder da. Ich kann probieren sie zu holen, aber das wird schwer. Weil ich muss nicht zuerst hoch. Ja, ich dachte, du warst gerade so. Aber ich dachte, wir haben jetzt ich. Hast du gesagt, du bist bereit? Ne? Ja, ich wollte dich holen, aber bin dann vom Baum gefallen. Nein, ich hab dich nicht. Der eine holt den anderen. Das Mädchen, bist du noch da? Okay. Da bist du hier der Gelbe? Thank you.
weil er gesagt hat, dass er irgendwie mich mit dem Diener geschlagen hat. Oder wie meinst du das, dass ich mit dem Diener? Oh nein, ich sterbe. Bist du noch da? Mädchen, bist du noch da? So, ich mach da noch eine Runde und danach werde ich die Runde. In der Runde kommen jetzt wieder die wieder liefen und dann machen wir noch auf. Letzte Runde. Oder vielleicht. Seitdem ich Sven jetzt gar nicht da reden kann oder so. Dann gibt es noch eine Ausnahmerunde. Aber danach ist wirklich aus. So, ich muss hier zwei bestimmte Szenen rausschneiden. Aber ich hatte meine, ich hatte doch findet Mädchen doch schon mal in der Lobby-Runde. Eine Runde davor. Mädchen, ja. Guten Tag. Hallo. Ja, mein Headset ist einfach ausgegangen, Entschuldigung. So. Junge, seid ihr ernsthaft in Mega City gelandet? Ja. Alter.
So ein Scheiß. Okay. Ja, kein Bock auf Schwitzer hier. Oh, okay, das schmeckt. Ehrlich, die Waffe schmeckt, muss ich schon sagen. Achso. Haribos sind zwar lecker, aber die Waffe an sich ist sehr geil. So wie sie ist. Was die? Hä, die Waffe? Halt, ich rede von der Waffe hier. Ja, ja. Ja, nee, die Firma. Hä, ist eine Waffe. Keine Firma zum Haribo. Oder was meinst du? Ja, Trolli ist korrekt. Ja, Trolli ist korrekt da. Also von Trolli, Ja. Wie viel von dir? Boah. Ich glaube irgendwas mit einem Euro oder so. Also ist nicht so schlimm teuer. Geht schon. Junge. Digga, was? Nein. Ich rede von dem Sturmgewehr. Das ist golden. Guck mal. Das hier. Ich bin in so einem Laden drin. Ja, Digga, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich habe eine goldene Waffe aus einer Truhe gezogen und ich habe gesagt, die Waffe schmeckt. Das sind keine Gummibärchen oder so. Achso, wenn das so ist. Digga, okay. Was geht jetzt ab? Okay. Was sagst du dazu? Ja, wie siehst du das? Ich verstehe den nicht. Nur von. Also, reden. Was? Junge. Ja, egal. Wo sollen wir hingehen? Okay. Wo sollen wir hingehen? Keine Ahnung. Paris. Bruder, Paris gibt's hier nicht. Junge, du schickst mich voll weg, ich schwöre. Ja, Digga, du schickst mich echt weg, mental und psychisch. Junge. Ich bin zu heiß für den Scheiß, Digga. Ja, Digga. Ey, Walla. Ey, es schickt mich so weg, Hilfe. Klingt echt lustig, gell? Ab Fan. Ey, Reich, bitte. Hör auf damit. Bitte schieb keine Faxen. Alter. Bruder, reicht euch jetzt. Okay. Das ist kein Film, Digga. Bruder, ich spiel Fortnite, was soll ich lesen? Bruder, was bin ich für ein Mensch, der bei Fortnite lesen kann? Stell mal vor. Ich lese ein Buch, während ich Fortnite spiele. Wie krass wäre das denn? Ich wäre der talentierteste Fortnite-Spieler, den es geben würde. Mhm. Oder? Wenn du das könntest, Drops haben sie. Dankeschön, aber so läuft das nicht, glaube ich. Ich kann währenddessen Nachrichten am Handy beantworten, aber mehr nicht. Ja, weißt aber du jetzt aber...
Ja, das. Nee, ich kann sogar relativ gut ohne Augen tippen. Boah, keine Ahnung. Digga, auf jeden Fall stirbt er gerade. Ja, wo ist denn der hin? Da können wir nichts dran ändern. Junge, hier sind absolut keine Gegner, sollen wir den Boss töten. Digga. Oh. Junge, sollen wir den Boss töten? Nee, lass mal. Ja, jetzt ist es spät. Einer ist tot. Hast du den Boss totgeschossen? Ja. Den anderen ist auch tot. Ja, okay, top. Super. Was hat der uns für eine Waffe gegeben? Ja, hol du dir die Waffe. Danke. Ja, ich hab die gleiche, Digga. Ich lass dafür Medkit liegen, ganz ehrlich. Lass mal jetzt zum Tresor. Der andere, Digga, der andere stirbt einfach. An der Zone? Boah, unkorrekt. Wow. Ja. Ich würde nicht mehr. Ich auch nicht. Wiederholen. Boah, auf jeden Fall. Mann. Kennst du mich? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ja. Wir sind irgendwelche random Leute, die man in Fortnite getroffen hat. Sind wir sind hier Gegner? Wird auf dich geschossen oder so? Digga, lag da irgendwie eine bessere Pump? Absolut nein. Schade. Okay, egal. Wir müssen Zone. Sonst verrecken wir so elendig wie unser Teammate. Ja, wäre nicht lustig. Nee. Der Tote ist letztens. Tote ist nicht so. Wo kommst du her? Okay, und du? Und der andere da? Keine Ahnung, wie soll ich dich jetzt? Und ja, ich komme auch aus NRW. Was, kennt ihr euch? Nein. Nein, okay, auch random einfach getroffen oder wie? Ja, jetzt gerade. Ja, ich komme einfach aus Rheinland-Pfalz, so. Digga, 10.000 Kilometer gefühlt von euch weg, so. Oder? Digga, ich kann kein Motorrad fahren, ich bin viel zu dumm dafür. Aber weißt du was, fahr du? Ganz ehrlich. Ja, wo treffen wir uns? Ja, Gell ist behindert. Ey, wir treffen uns, Frenzy. Ja, wir treffen uns Frenzy. Frenzy? Ja. Ist das in Ordnung für dich? Digga, ich hab markiert. Digga, hier. Warte, guck auf die Map. Die hier. Junge. Ich bin so schlecht am Fahren. Ja, ich auch. Aber immerhin kannst du halbwegs den Weg fahren. Ja, reicht. Aber ey, wir sind in der Zone, das ist das Wichtigste. Also wir sind safe. Boah, Digga. Hier liegt so eine Waffe, falls du die haben willst. Nee, okay. Dann lass mal Frenzy Farms gehen. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich dahin. Das war so gelb bisher. Mit diesem gelben Namen. Okay. Sehr geil. Thank you.
Also ich glaube, hier waren auf jeden Fall Gegner. Ob hier noch welche sind, kann ich nicht sagen. Ist irgendwer überhaupt bei mir? Ja, okay, er kommt. Ja, du siehst mich doch, oder? Nee. Siehst mich nicht, Digga. Hallo. Oder? Siehst du nicht diesen diesen weiblichen Skin? Ich lauf neben dir gerade. Ich bin am Hä? Ach, Digga. Ich komm sofort wieder. Okay. Ja, ich bin auf dem Sofa, am Sitz. Okay. Aber danach hab ich gar nicht gefragt. Mann, Digga. Siehst du mich auf dem Monitor? Meine ich. Nee, ich hab da so ein Video. Ja, siehst du mich in dem Videospiel? Ich weiß nicht, siehst du meinen Charakter? Siehst du diesen Skin hier, das hier, was sich bewegt? Ja, ich sehe das. Ja, das bin ich und der andere bist du. Wir kennen uns ja nicht persönlich. Nee. Eben. Ja, also. Digga, wo ist dieses Mädchen hin? Digga. Auf keinen Fall, Bruder, sorry. Ich komm nicht nach NRW, so schnell nicht. Okay, wie du meinst. Ich glaube für uns, ich glaube hier sind Leute. Schau mal danach, Digga, wo sind die eine hin? Ja, wo sind die eine hin? Ist sie wieder da? Ich bin noch da. Die Zone kommt gleich. Hallo. Die soll mal wiederkommen. Komm hier rein. Aber mach das nicht kaputt. Da wo du jetzt gerade reingesprungen bist. Mit deinem Charakter. Nicht kaputt. Wo bist du? Ich bin hier. Ja, easy, easy. So, mal schauen, ob man Leute aus der Zone sieht. Und schön aufpassen, ne? Ui. Hallo. Ja, hallo. Sie ist wieder zurück. Ela, ey, du bist diesen Vierspieler. Hallo. Ey, bist du aus diesem Vierspieler? Nein. Seit welcher Season spielst du Fortnite? Also, wie lange spielst du schon Fortnite? Seit heute. Alles klar. Oder wie man? Nein. Wie lange? Wie halt? Welche Season? Ja, so. Vor wie vielen Jahren hast du angefangen bei Fortnite zu spielen? 2000. Wie lang ist das? Wie viele Jahre sind das? Weißt du das? Das sind 6 Jahre. Ja, geht das? Boah, Digga, ich wurde wieder belebt. Jo, wollt ihr mal zu mir kommen? Ich bin immer gut. Boah, Digga, nicht einer, sondern 3 Stück. 3 fucking people. Ja, ist auf Englisch, Leute. So. Ja, people, keine Ahnung. So. Ja, okay. Hast du recht. Wo ist der Bus? Ich glaube, der ist da. Okay. Digga, hier ist ein Dino, der greift mich gleich an. Nee, Dino. Ja, rar. What the fuck? Yeah. Ey. Wo ist dieses Motorrad? Oh mein Gott.
ist er los? Analog. Okay, ja, ich sehe es, da ist einer auf dem Baum gelandet. Baum. Oh, ich hab Fallschirm bekommen. Ey, was für ein Scheiß, Alter. Hat er dich angegriffen? Ich mein schon, ja. Alter. Oh, reicht doch. Es reicht, Junge. Unkorrekt, unkorrekt, Digga, noch von hinten. Die, Ja, Digga, wo bist du? Junge. Warum bist du da hinten? Alter. Verreckbar. Ja, verreck, du Bastard, stirb. Junge. Nein, nicht dich, ich beleidige den Typen, der mich gekillt hat. Ey, ich muss auch sagen, ich hab euch verstanden. Ja, man merkt's. Ist das euch okay, dass man das machen kann? Ehrlich? Ja, das war alles gut. Ja, korrekt. Okay. Easy. Alles gut. Und ich bin an. Okay. Wenn du Bock hast, können wir ja nochmal zusammenzocken. Wie du willst. Ja, ich schick dir mich mal das Freundschaftsanfrage. So, oh, Digga, ja, im Team bleiben, oder? Das ist okay, ja. Okay, ja, normal, also mich stört das nicht, stört dich das? Hallo? Wo ist hier hin? Okay. Okay. Ja, Digga, aber ey, dass ich high bin, musste jetzt nicht unbedingt da reinschneiden. Wäre korrekt. Wenn du das hinkriegst. Ich weiß es ja nicht, aber muss man nicht unbedingt da reinschneiden. Boah. Okay. Digga. Verstehst du, was ich meine? Ich hab den. Ey, schwarze Flamme da. Dings. What the fuck? Hey, bitte kein machen. Was? Bitte keine Musik anmachen. Nee, ich mach keine Mucke an. Hallo. Ey, schwarze Flamme, was sagst du dazu? Wegen Stimme und so. Das soll ich sagen. Ist das okay für dich? DB. Kann der reden? Er hat mir Anfrage gesendet. Ja, mir auch. Okay. Was sollen wir da machen? Also ich hab einfach angenommen. Ja, komm. Nehme ich auch mal. Einfach just for fun. Ey, yo, kannst du reden? Wenn ja, markier mal, keine Ahnung, Shady Sills oder wie das heißt, und wenn nicht, Brutal Bastard, keine Ahnung. Egal, ich glaube, der Typ kann nicht reden. Digga, schon wieder Mega City, oh, ja, wie ja. Gottlos. Junge, wir werden sowas von wieder drauf gehen. Okay. Naja, ich hoffe, es.
Okay. Aber ey, yo, Diggi. Hier Streamer. Ja, oder YouTuber. Ja. Spielst du jetzt besser oder hast du eben extra so bottig gespielt? Nein, ich bin nicht so. Okay. Ja, dann alles gut, sorry. Du sollst nicht blöd rüberkommen, ne? Nein, sag ich doch so. Okay. Ja, easy. Ja, dann wäre krass, wenn wir jetzt einen Sieg holen. Oh. Nicht. Also für euch, ich mach nur noch die Runde und danach beende ich den Stream. Also ich mach doch noch eine Runde. Sind bei euch Gegner gelandet? Nein. Okay, bei mir auch nicht. Also alles easy. Wir beten. Ich glaube nicht. Ey, wenn da jetzt Musik kommt, Digga, dann... Wing einmal, wenn du... What the fuck? Was macht die da? Ich versteh's nicht. Okay, kann er uns hören? Kann er uns hören? Junge, was? Was macht ihr da? Ich mach gar nichts, ich trinke meine Minis. Er kann uns hören, er hat da gesprungen. Super. Das erfreut uns. Gell, das erfreut uns doch alle. Das war's. Ja, Deutsche Bahn ist halt trash, Junge, was denkst du denn? Okay, ich hab eine Pump. Okay, wow. Tot. Oh. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, Digga, wir müssen pushen. Wo sind die? Hier bei mir. Okay, ich komme. Also nur einer. Hab ihn noch? Okay, sorry. War der geklaut? Alles ja, okay. Du Bastard, ey, klau mir nicht mein Scheiß trinken. Entschuldigung. Ah, ey, Digga, stimmt, du bist... Okay, ja, nee, ich verstehe. Alles gut, okay. Aber ich merke, warum. Ich bin weiter, aber... Bist du trotzdem live, oder was? Ja. Ach so, okay. Ei. Okay. Ich verstehe. Und dann kommt man weg. Ja. Safe. Ja, crazy. Wie heißt auf YouTube? Düsseldorf, Digga. Was? Okay, egal, scheiß drauf. Ich komm später. Ja, ich brauch die Waffe. Digga, Zocker, Junge. Sehr süß. Okay, wohin geht es? Sollen wir die Stadt erobern? Ey. Aber ihr seid auf jeden Fall. Dankeschön. Easy, wo landen wir? Oder wohin sollen wir fahren? Ich hab ein Auto. Hat der jetzt mein Mini nicht aufgesammelt? Ey, yo, Gegner on me. Ich hab's euch selbst gehört. Ah, ich wurde, Hab ich. Ich hab's nur drauf. Oh, scheiße. Ich hab's auch noch. Ja, nee.
Von wo kam der? Ja, du Ehrenloser, ich seh dich. Oh, hat Ticket. Komm her. Oh, du Schwein. Entschuldigung. Nein, hat der nicht gebracht. Oh, können die herkommen? Soccer-DB. Ey, wie frech, Junge. Hinter dir. Ey, dass ich mir das gebe, scheiße. Easy. Nee, das ist blöd. Aber die waren beide so low. Da kommt einer. Ich bin schlecht. Oh, wie schade. Komm. Ja, Digga. Okay. Oh, ich glaube, das war's mit unserem Team. Scheiße. Schade. Ist wirklich schade. Ey, Zocker. Ey, Bruder, was machst du für Sachen? Was macht der? Wallah, dann heb mich doch, Bruder, bitte. Okay. Jetzt stirbt er. Hallo? Ah, schade. Hallo? Keine Ahnung. Glaube. Kann sein. Gebet, egal, wer ist noch mal eine Runde dabei. Ja. Ich muss da. Okay, ajo. Lobby, Digga. Ja. Boah, dann lass mal alle Lobby treffen. Okay. Ich lad ein. Jo. So. Ich mach jetzt nur noch das eine da. Zocker, Leute, bauen ist bei mir reingekommen. Zocker DB, kannst du mich hören? Ja, du. Guten Tag. Hola. Ja, easy. Was ist dein YouTube-Name, Junge? Ja, ich glaub, ja, ich okay. Bist du gerade live oder wie oder nicht? Hey, ich check das nicht. Noch, ja. Noch, ja. Ich beendet. Okay. Nein, ich wollte nicht. Was hat man da? Boah, was machst du als Arbeit? Da sind wir der Menschen, die eine Behinderung haben. Korrekt. Lass mal ein bisschen kreativ spielen. Boah, bin ich auf jeden Fall dabei. Sollen wir 1-1 oder so? Ja. Ja? Okay. Bisschen zum Aufwärmen. Sympathisch. Ich bin dann. Bist du da auf? Ja. Okay, mein Lieber, war korrekt. Nur ihrer. Easy, wir können es echt nochmal zocken. Ja, mach. Ja, easy. Viel Spaß. Dankeschön. Danke dir auch. Ja. So. Das war's dann. Ich wollte jetzt ja auch nicht so echt lang machen, die Runde. Wenn euch dieser Livestream gefallen hat, dann würde ich mich auf eine positive Bewertung freuen. Und vielleicht mache ich morgen wieder so ein Format, wieder um die selbe Uhrzeit. Zwar muss ich zwar wieder hier zwei Schienen bestimmt rausschneiden.
Hoffentlich nicht dann so schlimm, wenn ich das Video erstmal wieder sozusagen rausnehmen muss. Auf jeden Fall ist viele korrekte Leute dabei. Bis jetzt noch kein Typ da dabei gehabt, der beleidigt hat nur. Weil das hatte ich auch schon mitbekommen bei anderen. Dass nur beleidigt wird, beleidigen und so. Auf jeden Fall läuft es bei mir ja gut. Wird morgen 20 oder 21 Uhr live gehen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall 11 Uhr nach der Arbeit. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, wie schon gesagt, auf eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr neu auf den Account-Channel seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Account abonnieren tut und die Glocke aktiviert. Und das war es dann auch von mir. Ciao und bis dann. Das stimmt schon.